Damen und Herren, Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra, aus der kritischen Studienausgabe, herausgegeben von Giorgio Colli und Massimo Montinari. Eine sehr, sehr gute Ausgabe, vielleicht die beste, noch in der Originalorthographie. Nietzsche Zarathustra, ein poetisches Werk, ein Werk, das er über Jahre hindurch verfasst hat. In diesem Buch befinden sich seine philosophischen Grundgedanken in dichterischer Form dargestellt. Das Buch ist der Dichtkunst ebenso wie der Philosophie zuzurechnen. Es ist in Versen verfasst, in einem Versmaß, die Nietzsche selbst entworfen hat. Er nennt sie Dionysos, Dithyramben. Warum Dionysos? Weil Dionysos der Gegenspieler von Apoll ist und Apoll ist der hell und klar Erleuchtete und Dionysos ist der Tiefschürfende insofern, als er an die Substanz des Lebens geht und im Leben verhaftet ist, also ein eher wilder Gott im Unterschied zu Apoll, der diszipliniert ist. Apoll, der Vorbild für Bildhauer, Bildnisse war, der klare Strukturen bevorzugt hat und Dionysos, der die dunklen, verschwommenen Seiten des Lebens im Zentrum hat. Ja, der Gott der Musik und des Weines und des Rausches. Ja. Friedrich Nietzsche hat dieses Buch geschrieben in einem bedenklichen körperlichen Zustand. In diesem Haus, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera sehen kann, ja, in diesem Haus hat er über Jahre, immer wieder Monate verbracht und geschrieben, Sils Maria im Oberengadin in der Schweiz. Eine Postkarte, die mein Freund geschrieben hat, der das Nietzsche-Haus dort besucht hat. 1809 Meter über dem Meeresspiegel, also in den Bergen. Nietzsche hat die gute Luft der Berge geschätzt und hat ihm gesundheitlich viel gebracht. Dieses Buch ist ein faszinierendes Buch und gleichzeitig ein sehr anstrengendes. Es ist anstrengend, weil die Sprache ist in dem Sinn ungewöhnlich und poetisch und wer das nicht schätzt, für den ist das anstrengend, für andere ist es sehr, sehr schön zu lesen, aber es ist anstrengend insofern, als es an die Substanz geht, weil es den Leser gewissermaßen fordert und angreift. Ja. Es ist ein sehr moralisches Buch, ein Buch, das unerbittlich ist und fordert, dass der Mensch im Grunde sein Bestes gibt. Ja. Nietzsche spricht von einer Aristokratie des Geistes, die es zu erreichen gilt und aufzubauen gilt und ein aristokratisches Bewusstsein, das es zu erlangen gilt. Und das besteht eben darin, dass man sich gewissermaßen nicht schenkt, ja, dass man nicht faul ist, sondern seine Werke immer wieder überprüft und verbessert, egal an welcher Stelle man steht. Und spricht dem Leser immer wieder ins Gewissen, ja, gewissermaßen. Ja. Ist ein Buch, das den Menschen vorwärts bringen will. Ja. Sie spricht von Entwicklung, persönlicher Entwicklung, das ist ja was Wichtiges ist. Ja. Spricht nicht von Fortschritt, vom Fortschritt der ganzen Menschheit. In dem Sinn hält Nietzsche vom Fortschritt nichts, er hält das eher diesen Fortschritt für einen Rückschritt, diese Nutzbarmachung des Menschen für Zwecke, dieses Abrichten, diese Herdentiermentalität. Nietzsche will, dass der Mensch als Individuum sich in seinen zu Kräften kommt, gewissermaßen. Warum? Er schreibt Folgendes: Der Mensch ist ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde, ein gefährliches Hinüber. Ein gefährliches auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen, das ist, dass eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist,
dass ein Übergang und ein Untergang ist. Der Mensch ist eine Brücke, ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Was heißt das? Der Mensch ist noch nicht Mensch, im eigentlichen Sinn. Und noch Tier, aber nicht mehr Tier im eigentlichen Sinn. Das heißt, er hat noch, ist eine Art Zwischenwesen. Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang auch vom Übermenschen. Der Übermensch ist das etwas, das als Ideal nicht erreicht werden kann, aber das Bewusstsein davon, dass der Mensch sich selbst immer wieder übertreffen muss. Und insofern ist das eben ein anstrengend und forderndes Buch, dem Menschen gewissermaßen ins Gewissen redet. Nietzsches Zarathustra ist, so wie sein Gesamtwerk, antidemokratisch, im weitesten Sinne antisozialistisch strukturiert, gedacht. Die Orientierung am Durchschnitt wird kritisiert, die Ängstlichkeit wird kritisiert, das Bedürfnis nach Sicherheit wird kritisiert, insofern es die Freiheit der Sicherheit hintanstellt oder die Sicherheit der Freiheit vorzieht. Sein Buch, das er schreibt das ein Buch für alle und keinen, im Vorwort. Und das, was er da will, ist gewissermaßen aufzurütteln und vor der Bequemlichkeit zu warnen. Das ist ein zentraler Punkt in diesem Buch. Die Bequemlichkeit, es sich bequem zu machen, ist kein Lebensziel. Und da kritisiert er die Deutschen, die das machen. Und meint, wenn das große Mengen an Menschen im Kollektiv tun, sich in der Bequemlichkeit zurückzuziehen, eine Herde zu bilden, sich lenken zu lassen, dann ist es mit der Kultur vorbei. Die Kultur, das ist ihm klar, liegt an Einzelpersonen, die quasi im Zustand der äußersten Anstrengung leben. Und insofern kann das Leben auch ein Untergang sein, das ist ihm klar. Also alles zu opfern für Ziele, Inhalte und Ideale, kann dazu führen, dass man es nicht überlebt. Nietzsche selbst war ein Leidender sein Leben lang. Und hat gewusst, von was er spricht. Sehr stark mit Schmerzen behaftet gewesen sein Leben lang. Das heißt, es ist ein Buch, das einen gewissen Kampfesgeist hat. Ja. Und das ist das Schöne und Lebendige an diesem Text. Dieser Text ist, wie gesagt, in einer lyrischen Form verfasst. Und vielleicht zum Abschluss eine Überlegung, die er in diesem Buch bringt, unter dem Titel von den drei Verwandlungen. Und er vergleicht die Entwicklung des Menschen mit einer Verwandlung ursprünglich von einem Kamel zu einem Löwen und dann im besten Fall hin zu einem Kind. Wie ist das zu verstehen? Der Mensch ist, wenn er aufwächst, gleichsam Kamel. Es wird ihm aufgeladen, Lasten zu tragen. Er muss lernen, er muss sich fügen, er muss zusehen, was die anderen machen, das imitieren, sich einfügen, eingliedern. Ja. Dieses Kamel kann das leisten. Irgendwann einmal kommt der Punkt, meint er, nicht bei jedem, aber es ist ein möglicher Punkt, an dem man beginnt, seine Lasten abzuschütteln, das Gelernte gewissermaßen abzuschütteln, weil man selbst etwas erkannt hat, ja, und selbst etwas dem entgegenzusetzen hat, ja, vielleicht eine andere Art und Weise zu leben gefunden hat und zu denken gefunden hat, und man kämpft quasi um Freiheit, um Anerkennung, ja, will sich nicht fügen in die Systeme und Ordnungen, kämpft wie ein Löwe, um sich zu befreien. Aber
Der nächste Punkt wäre im Optimalfall, dass dieses Kämpfen auch einmal ein Ende hat. Ja? Also Rebellion ist was Gutes, sagt er, aber sie führt dazu, dass man, das schreibt dem Zarathustra, gleichsam mit dem Fliegenwedel in der Hand durch die Welt läuft und ununterbrochen irgendwas bekämpft und irgendjemanden kritisiert, ja, und gewissermaßen nicht zu sich kommt. Ja, das geht's aber, ne, wenn man dazu dieser Geistesaristokratie sich zählen mag, ja, da muss man gewissermaßen ruhig werden, ja, und sich auf Inhalte konzentrieren, die man in sich kultiviert, nicht nur aus der Kritik leben. Und dann sagt man, im Idealfall wird der Mensch in der Entwicklung zum Kind, wie er sich das vorstellt, schreibt er folgendermaßen. Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und vergessen. Ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja-Sagen zur Welt. Ja, sagen zum Spiel des Schaffens. Das ist das, um was es ihm geht. Ja. Seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene. Ja, und das schafft eben das Kind, eine Metapher, die sich schon bei Heraklit findet. Da wird vom Kind als König gesprochen. Das Kind als Symbol dafür, eine spielende, schaffende Existenz zu sein und zu haben. Ja, ein Buch, das sehr empfehlenswert ist, nicht leicht zu lesen. Besonders wird es denjenigen empfohlen, die eine Freude an Aphorismen und an Lyrik haben. Es ist der Königsweg im Grunde zur Philosophie Nietzsches, weil es eine Zusammenfassung ist. Seine Philosophie in nüchterner Form findet sich im Nachlass. Also wer die Notizen hier lesen will, dem kann der Nachlass sehr empfohlen werden. Mit der Schönheit des Zarathustras kann der Nachlass natürlich nicht mithalten. Keine Frage. Ja, ein Buch, für das man sich doch Zeit nehmen sollte und auf jeden Fall eine Empfehlung ist.